Willkommen, Freunde, zu einer neuen Folge von Let's Play FIFA 16 Karriere mit Manchester United. Und wir sind in der Champions League angelangt. Unser erstes Spiel in der Königsklasse des Fußballs. Und ich möchte, bevor wir reinstarten, nochmal kurz den Spielplan anschauen. Denn, ja, wir haben danach nicht viel Zeit zu regenerieren. Okay, aber eine Sache ist mir noch eingefallen, die ich noch unbedingt gucken wollte, nämlich in den anderen Ligen. Wir haben die Engl. Wir müssen nach England. Ich wollte mal gucken, wo Shrewsbury inzwischen steht. Shrewsbury, die sind eigentlich dritte Liga. Ja. Jetzt bin ich blind. Leicester, Ipswich, Cardiff, Leeds, Bolton, Brentford, Nottingham Forest, Charlton, Huddersfield, Bond, Coventry, Bradford, Preston, Leighton, Southend, Metz, Plymouth, Norwich, Barnet, Dagenham Red, Bristol, Metz. Die gibt's hier gar nicht mehr. Zumindest habe ich sie jetzt nicht gesehen. Oder? Hä? Ich bin total verwirrt. Belgien, Chile, Deutschland, Dänemark, England. Sind die bei uns in der Liga? Nee, oder? Nö. Hä? Ich sehe die nicht. Ich sehe die echt nicht. Die sind verschwunden. Einfach so ausradiert. Na gut. Akzeptieren wir und gehen rein ins Spiel. Wir wollen hoffentlich den ersten Champions League Sieg im ersten Spiel. Es wäre ein guter Start natürlich. Ein sieht ja mal sehr ähnlich. Außer der Kragen hat, ja, und das an den Ärmeln hat sich da Adidas nicht so viele Gedanken gemacht. Rot-Weiß gegen Weiß-Rot. Unser Duell heute und wir gehen rein mit Mbülüchen. Ich möchte ihn mal von Beginn an testen. Für Lacazette. Pereira für Rooney. Statt Rakitic spielt Schweinsteiger. Und Herrera neben Pjanic. Über links kommt Jan, rechts Valencia und die Abwehr wird nur durch Jones ersetzt für Smalling. Lingard nehme ich noch mit für Mata. Und sonst Rakitic vielleicht noch. Oder nee, wir nehmen Rooney mit für Lacazette. Dann schauen wir mal. Klar, ein bisschen durchgewechselt ist. Es ist nicht die Top-Aufstellung, von daher kann es sein, dass es heute nicht unbedingt so erfreulich wird, aber es muss sein. Mir ist persönlich die Liga dann doch ein bisschen wichtiger als die Champions League. Und wenn die dann alle beim nächsten Spiel halb tot dastehen, dann habe ich da auch nicht so Lust drauf. So, los geht's. Anstoß in Manchester. Alles ist bereit für ein Fußballfest am Abend. Zwei Tore Jonas, der Mann bei Benfica. Flutlicht, Spiele sind die schönsten Spiele. Und deshalb starten wir rein. Hoher Druck, alles wie immer. Wir hoffen mal. Wir haben, was, wofür gibt er jetzt schon Vorteil? Wir hoffen einfach mal, dass es heute was wird. Wir haben an diesem Wochenende bisher schon mehr geholt als im kompletten letzten Wochenende. Von daher bin ich eigentlich relativ guter Dinge.
Salvio, Lisandro, Talisca und Radel. Oh, Valencia war nicht so unbedingt so gut. War nicht so unbedingt so gut. Ich Deutsch gut können. Schweinsteiger. Parreira kriegt den ja nicht mehr nach unten. Schade. Raul. Marcial. Nicht zu verwechseln mit Martial. Und Schweinsteiger. Gaetan. Schweinsteiger kämpft um den Ball. Kriegt den nicht mehr gegen Jonas. Flankenmöglichkeit. Die Rea ist da. Easy weasy. No problemski. Parreira. Und jetzt Brill, Donald, Embolo. Embolo. Ach, Parreira. Kommt schon. Sehr gut, Herrera. Schweinsteiger. Oben hat Luke Shaw ein bisschen Platz. Das ist Parreira. Parreira. Und Marcial dazwischen. Wäre eine gute Chance gewesen für unseren Offensivmann. Für ihn hier, für Parreira. Ui, Herrera. Ashley Young. Benfica steht defensiv super. Raul. Salvio. Oh, starke Ballverlust. Marcial. Super Schweini dazwischen. Klasse. Embolo. Und Schweinsteiger schickt Parreira. Wir kommen da nicht hin. An solche Bälle können wir nicht rankommen. Das ist fast unmöglich. Aber es passiert leider zu oft. An der Herrera. Parreira. Jardel. Und Embolo kommt nicht rechtzeitig hin. Samedo. Talisca. Wir gehen auf Pressing. Wir müssen mal ein bisschen hier pressen. Ein bisschen raufgehen. Ein bisschen Druck machen. Nicht nur hohen Druck. Talisca, klasse, Young dazwischen, Samedo macht das aber super stark nach oben. Salvio, schade. Salvio und jetzt immer noch Salvio, der könnte Flanke. Luke Shaw macht das aber klasse, der gefällt mir immer besser, hat zwar hier und da Kleinigkeiten, die nicht sein müssen, aber an sich ist das ein ausgezeichneter Linksverteidiger. Embolo, klar hast du gemacht. Ach, schade. Gaetan, Raul. Samaris. Läuft über die linke Außenbahn und der läuft mir zu weit. Der läuft mir viel zu weit. Und dann ist es passiert. 1:0 für Benfica. Es war zu erwarten. Ich kotze schon wieder im Strahl. Der kann da unbedingt laufen, dann der eine Pass und dann rutscht der Stürmer da in den Ball. Und Anderson Talisca macht sein drittes Tor in der Champions League. Unfassbar. Wir dominieren das Spiel, haben bisher alles auf unserer Seite. Und dann kommt der Gegner natürlich wieder einmal. Einmal! Und macht ein Tor und jetzt haben wir 11 Meter von Lisandro. Gibt noch die gelbe Karte für den Verteidiger Lisandro Lopez und jetzt der 11 Meter. Wer führt aus? Bastian Schweinsteiger, Captain Schweini, unser deutscher Fußballgott. Schweinsteiger trifft's! Wunderbar! Schweinsteiger. Der Basti. Der macht es. Ganz souverän. Lisandro verlagert in die falsche Ecke gedrängt. Gebracht. Zack. Sehr gut, Schweini. Schneller Ausgleich. 5 Minuten nur hat es gedauert. Das ist die Leistung, die ich sehen will. Schnell zurückkommen. Und ich denke, wenn Schweinsteiger den Elfmeter nicht gemacht hätte, also wenn es keinen Elfmeter gegeben hätte, dann hätte Embolo den gemacht.
Er war in guter Position zum Schießen. Jetzt haben die mir schon wieder zu viel Platz hier. Hallo? Keiner geht darauf. Talisca, der Torschütze. Schweinsteiger ist dran, kriegt den aber nicht. Immer noch Talisca. Immer noch Talisca und dann gibt's Freistoß. Jonas steht bereit. Bringt den in den Strafraum. De Gea, klasse Parade. Super reagiert. Gegen Gaitan. Der liegt vors Tor. Und dann war es Handspiel. Freistoß. Abstoß. Wie auch immer. Nimmt sie nicht viel. Herrera. 3 Minuten obendrauf in der ersten Hälfte. Pereira. An der Herrera. Schweinsteiger nochmal. Aber der war zu kurz. Schade. Nico Gaitan. Kämpfen, Herrera, kämpfen, Mann! Warum setzt sich der Gegner immer besser durch als wir? Das kann nicht wahr sein. Das ist mir schon gegen Fulham aufgefallen. Ach komm schon. Flankemöglichkeit nochmal nach ganz hinten. Viel zu viel Platz für Jonas. Halbzeit. 1-1, was für ein Spiel. Wir gucken gar nicht nach, was auf anderen Plätzen passiert. Wir konzentrieren uns nur auf uns. Denn ich glaube, das ist die bessere Möglichkeit. Talisca. Salvio. Saul, klasse, Luke Shaw. Herrera. Jetzt müsste Embolo aus dem Abseits kommen, dann können wir ihn auch schicken. Sehr schön. Danke, Embolo. Brill, Donald, Embolo. Och, da kriegt der gerade noch den Schlappen ausgefahren. Ich fasse es nicht. Jonas. Klasse von Marcos Rojo. Damian. An der Herrera. Schweinsteiger schickt Embolo. Okay. War jetzt so nicht gewollt, aber wir haben da Brill, Donald, Embolo. Und Herrera! Ederson! Okay. Wir sind drin. Young, Ecke. Da stand keiner richtig und dann war es auch noch ein Foul. Gibt den Freistoß für Benfica. Ederson, nach vorne das Ding. Ach, vorsichtig, komm schon. Nico Gaitan. Nico Gaitan. Mit der Flanke. Super aufgepasst. Herrera. Pereira. Und jetzt können wir Embolo schicken. Der da erstmal nicht aus dem Tritt kommt, aber dann macht er es eigentlich ganz gut. Brill Donald, Embolo. Embolo. Oh mein Gott, ich wollte nach unten legen. Einfach auf Sicherheit. Oh mein Gott. Ich fasse es nicht. Ich hätte ihn selber machen müssen. Jetzt lässt er sich da so fallen wie so eine kleine Schwalbe. Rodriguez. Jay Rodriguez? Aber nicht James, oder? Oh, Herrera. Herrera kämpft. Super, Herrera. So wird das sein. Embolo. Luis Antonio Valencia. Komm. Power. Fahrt. Gibt Gummi, Junge. Valencia. Damian. Schweinsteiger. Vielleicht sollten wir auch mal wechseln. Vielleicht wäre es mal an der Zeit. Bei der nächsten Unterbrechung dann. Wird es Zeit für einen Wechsel. Ich glaube, das tut der Mannschaft ganz gut. Ederson. Lisandro Lopez. Oh, die behalten den Ball irgendwie immer noch. Young kommt da nicht hin. Und die behalten irgendwie den Ball. Ich weiß nicht, wie sie das machen. Jonas, nach ganz unten. Das ist einer für Valencia. Easy. Valencia. Herrera schickt ein Bolo. Ach. Da passen die aber gut auf. Die passen sehr, sehr stark auf. Deshalb ist es schwer. Jetzt Herrera. Jetzt Embolo. Jetzt Embolo. Brill Donald. Embolo. 2-1. Yes, baby. Unfassbar. Herrera. Der macht ein ganz starkes Spiel.
Mbolo kriegt den Ball nicht unter Kontrolle, dadurch bleibt er kurz stehen, die Verteidiger sind weg und dann freie Schussbahn für unseren jungen 20-jährigen Ausnahmestürmer. Aber dennoch möchte ich wechseln. Ich möchte Pereira rausnehmen, bringe Rooney, wir bringen Martial für Mbolo und für Schweinsteiger kommt. Ich möchte gar nicht Schweinsteiger rausnehmen. Ach komm, wir bringen Schneiderlau. Wir bringen Schneiderlau einfach auf Sicherheit, dass defensiv alles gut klappt. So. Wir sind zurück, Freunde. Jonah. Marzal. Lisandro Lopez. Vorsichtig, vorsichtig, De Gea. Natürlich hält er den. Das ist David De Gea. Pizzi zu der Partie für Samaris. Wieder De Gea. Komm schon hin, da, Jung. Nico Gaitan, nochmal. Nur noch hoch und weit rein, das Ding. Bei Benfica die Devise. De Gea. Geht genau zu Pizzi. Den frischen Mann. Jonas. Lisandro. Oh. Tiki-Taka. De Gea. Nach außen. Den müssen wir haben. Haben wir nicht. Jonas. Pizzi. Nicht Pizzi-Pizzi, sondern Pizzi-Pizzi. So, Herrera. Ha, schade. Talisca dazwischen, der Torschütze. Oh, der war super, der war super. Jetzt muss De Gea ran, jetzt muss De Gea ran. Oder auch nicht. Alles gut. Young. Rooney. Schickt Anthony Martial. Martial. Martial wird gefoult. Muss den Freischuss geben. Klare Sache. Was? Ich wollte mal was ausprobieren. Das war falsch. Habe ich so ein Gefühl. Oh, komm schon. Ach, verdammt, komm schon. Lauf da. Ich sag nur noch, komm schon. Come on, Freunde, come on. PC, läuft Jonas weg. Oder Jonas. De Gea, stark. Wichtig, dass er den abfängt. Rooney. Schneiderlau. Lisandro. Was machen die stark? Was machen die? Viel zu stark! Boah! De Gea! Die wachen hier in den letzten Minuten nochmal richtig auf. Die Mannen von Benfica. Und wie sie auf einmal kämpfen können. Super dazwischen, wichtig. Jetzt Martial. Super nach oben, das ist Wayne Rooney. Rooney und dann so eine Flanke. Egal, Sieg ist Sieg. 2-1 gewonnen. Auch wenn die Flanke von Rooney gerade hätte deutlich besser kommen müssen. Wir haben gewonnen. Wir sind zurück. 2 Siege, 1 Unentschieden an diesem Wochenende. Dank Brill, Donald, Mbolo. 1 Schuss, 1 Tor. Sehr gut, sehr, sehr gut. Puh, ich bin erleichtert. Ich bin extrem erleichtert, dass wir das so gut hinbekommen haben. Ich hatte Angst. Aber wir haben uns souverän zurückgemeldet und stehen jetzt mit 3 Punkten in unserer Gruppe da. Und das als Tabellenerster. In der Liga läuft es noch nicht ganz rund, aktuell Tabellenplatz 8, aber wir können uns noch verbessern. Mit dem Sieg könnten wir in die Top 7 mindestens rutschen. Je nachdem, wie es aussieht. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Viel Spaß mit den Projekten der Woche. Habt eine schöne Woche. Genießt alles. Macht, was ihr wollt. Wir sehen uns wieder. Schönen Tag noch. Lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten, tschüssikowski. Ciao.